Da. Da. Ja. Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Cool. Ja, das werde ich tun, das kommt nicht so cool. Okay, hi. Ich will dich nicht kennenlernen. Tschüss, Kirche. Dann suchen wir mal einen Laden auf. Ja, geil. Ich kann mich hier echt nicht aus und ich will mich wahrscheinlich auch nicht auskennen, weil ich die Stadt ehrlich... Kämpfergilde. Okay. Wenn Mesh sagt, die kann man ausplündern, will ich sie ausplündern. Ja, hi. Ich kenne dich nicht und, ja. Das bleibt auch so. Ey, geil. Ey, ich will schon was ausprobieren. Oh, das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ey, jetzt kann man ja alles hier mitnehmen. Billiger Wein. Schädel? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ach ja, genau. Ein Flugblatt. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, ich muss jetzt auch nicht. werden wir richtig zugespammt? Was ist? Ja, guck doch nicht so dumm. Ich frag dich, was ist, Mann? Ja, ihr merkt schon, hä? Was ist denn hier alles? Ein Zinngefäß brauchen wir eigentlich alles nicht. Wenn es hier irgendwas Wertvolles gibt, dann würde ich direkt zuschlagen, aber sowas hier, so ein Scheiß. Du musst ja versuchen, die Vitrine zu klappen. Ich nehme ein Met mit. Ein was? Ein Met. Und Dieter. Diese Flasche da. Ach so, jo. Okay. Also, falls ihr manchmal so ein kleines Genuschel hört. Ey, wie geht denn nochmal? Bullshit, ey. Tut mir leid, dass ich hier gerade... Oh, Scheiße. Scheiße. Ich probier's nochmal. Ja. Oh, nee. Okay, noch einen Versuch habe ich. Noch einen Versuch. Ey, ich will zu der anderen da. Ey, Leute. Okay, ich werde jetzt einfach lassen. Ich habe auch keine Nerven mehr. Und die Maus ist gerade weg. Auch richtig geil. Da ist sie. Jo. Okay. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, aber nun gut, lassen wir das lieber. Ich werde jetzt erstmal wieder hier an Mesh übergeben. Denn sie muss hier den Quest erledigen und vielleicht hören wir uns ja gleich nochmal wieder. Wir sehen uns. Oder wir hören uns. Ja, das war ja ein netter Beitrag von Mindly bzw. Sana. Und wir werden jetzt erstmal hier Zeugs verkaufen gehen. Was ist? Das ist doch ein Laden, oder? Ja. Oh nein, es ist Nacht. Okay, gehen wir schlafen. Ich glaube, kann man in der Kämpfergilde schlafen gehen? Also Mindy vermutet schon. Das heißt, hoffentlich folgt sie ihrer Intuition und liegt damit auch noch richtig. Wie ist das Wertebefinden? Rechtswind. Was kann ich für euch tun? Man gewöhnt sich an die Kälte. Ich habe gute Pelzstiefel, damit ich keine kalten Füße bekomme. Hin und wieder gebe ich einem Nord eine saftige Ohrfeige, um den Kreislauf anzuregen. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Oh Mann, ist der rassistisch. Aber die sind ja irgendwie, haben sich ja hier alle nicht so lieb, ne? Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Flugblatt. Ja. Okay. Noch ein Silberkurzschwert können wir gebrauchen, weil wir sehr gerne mit Kurzschwert kämpfen. Über Oblivion. Ein weniger anstößiges Lied. Also Oblivion nehme ich mal mit. Nee, lass mal. Ach ja, wir wollten ja schlafen gehen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Das heißt, wir schlafen mal 9 Stunden. Gesund. Jetzt sind wir wieder bei 60 FPS, das heißt, ja, hoffentlich bleibt es so. Komm, sage ich jetzt auf 58. Boing. Wirklich nette Gesellschaft. Ja, ja, ganz nette Gesellschaft. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunmar namens Rainil Dralas. Nach ein paar Runden erzählte er mir, er sei ein echter Vampirjäger. Mhm, das ist ja interessant. Ah. Gute Weiterreise. Lebt wohl. Ja, ja, finde ich auch. Ja, ihr da? Was? Ihr seid eine Org, ihr seid hässlich. Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier im Brumar aufgetaucht. Doch damit nicht genug.
hat in unserer Mitte sogar schon einen Vampir ausgemacht. Tatsächlich? Offenbar zählt der Bradon Lirean zu diesen widerwärtigen Kreaturen. Also hat Reinil ihn erledigt. Doch es ist schon merkwürdig. Ich hätte nie gedacht, dass Bradon ein Vampir sein könnte. Er schien ein netter Kerl zu sein. Mhm, das ist ja nett. Wissen ist Macht. Bla, ich will keine schwere Rüstung, lasst mal. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Das ist echt brutal hier. Ah, scheiße. Unser Glück beim Schlösserklacken, ne? Wir haben so gerade eine Private Session gespielt und dann habe ich bei den leichten Schlössern direkt am Anfang total verkackt. Oh, nee, geht nicht. Ich lasse es. Ich habe heute kein Glück, was Schlösser angeht. Ah. Rindfleisch? Na gut. Ja, ansonsten scheint es hier eigentlich nicht mehr viel zu geben. Lederhandschuhe, die hatten wir noch gar nicht. Also das hier ist eine sehr nette Stadt, finde ich. Das sieht so nordisch aus. Liegt wahrscheinlich dran, dass wir an, wie heißt es noch? Ha, Skyrim dran sind. Ach ja, auf dieses Let's Play freue ich mich auch schon. Skyrim. Fjotreit, wenn ihr eine Rüstung oder Waffen benötigt, egal ob neu oder gebraucht, kommt zu Hammer und Axt. Ja, ich würde gern... Hallo, Maus? Ich arbeite hart. Leute wie Skjorta und Olfand bringen uns Nord in Verruf, weil sie die ganze Nacht saufen. Oh Mann. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Hui. Einen Stahlklemmer habe ich ja auch schon. Handschuhe der Völlerei. So, ich würde gern mit ihm feilschen. Yes, der Lehrling. ich habe 2 Silberkurzschwerter, das heißt, das Gebrauchte kann er haben. Silberdolch brauche ich eigentlich auch nicht. Stahlbogen würde ich gern behalten, Stahlclaimer auch. Und wir haben 2 Lederbrusthandschuhe. Das müssen wir ändern. Ich habe gehört, die Seelensteine kann man noch gebrauchen. Wieso habe ich Garn dabei? Ja, der makellose Smaragd. Ich weiß jetzt auch nicht, wofür man den benutzen sollte. Also verkaufen wir ihn einfach. Genauso wie den Saphir. Und Silbernugget. Das ist und noch ein Silbernugget. Das ist und ein Goldnugget. Und eine unreine Perle. Und noch eine unreine Perle. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Aus reiner Hobbylosigkeit zählt Mesh jetzt einfach mal alles auf. Ihr seid ein harter... Unreiner Saphir. Unreiner Smaragd, unreiner Topaz und 4 Wolfsfälle. Und schon fühlen wir uns um einiges leichter. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Ihr habt eine große Last von mir genommen. Wiedersehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Wiedersehen. Ach ja, Magiergilde plündern. Scheiße, plündern. Hallo. Hi. Volanaro, zu euren Diensten. Benötigt ihr einen Zauber? Wollt ihr einen Gegenstand aufladen? Soll jemandem ein geistreicher Streich gespielt werden? Ich kann das alles für euch erledigen. Ein geistreicher Streich, also... Das ist kommen wir zum Geschäft. Tremora fürs Beschwören. Alter Falter. Gebundenes Schwert. Hui. Tja. Lasst mal. Eigentlich wollte ich gar keine Magie benutzen. Seht euch vor. Ja, seht euch vor. Ich schütze. Kann ich euch behilflich sein? Nein, könnt ihr nicht. Ich grüße euch. Ich euch auch. Gruß euch. Okay, gab es heute vielleicht eine Spur von Jaska, Volanaro? Was? Oh, nein. Ich fürchte nein. Kein Zeichen. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört?
Gerüchten zufolge hat der Nerevarin Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Das ist ja interessant. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell ein Ende finden werden. Ja, ja. Lebt wohl. Seht euch vor. Ach so, das ist das, dieses Alchemie-Zeug, das so viel wert ist. Nehmen wir das einfach mal mit. Da ist nichts Besonderes drin. Da auch nicht. Hallo? Ist hier jemand? Bogazähne, Perlen. Rotwurzblume. Günzrute, Salze der Abgründe. Knochen. Knochen, die wiegen zu viel. Gutes Grünspanbecherdings. Können wir gebrauchen. Einkaufsliste. Nein, eigentlich wollten wir nicht andere Leute Einkaufslisten lesen. Haben wir schon? Oh, das ist ein Rezept. Nehmen wir es mit. Nehmen wir es auch mit. Brauchen wir nicht. Oh, ein Silberdolch. Nee. Nee. Hui. Her damit. Lauch. Tja. Schemel. Jetzt sitzen wir da. Und brauen etwas. Und ich mache einen Screenshot. Nein, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich wollte aufstehen. Danke. Ich wollte das gar nicht klauen. Nur leihen. Die Wolfskönigin darf ich nicht lesen. Schade. Oh, das habe ich noch nicht. Übernimmst du nochmal? Ja. Okay. Räum einfach alles aus. Hallo, ich melde mich wieder zurück. Ich bin Sana, aka Meinli. Und ja. Okay, jetzt geht es los.